Herzlich willkommen, liebe Zuschauer auf TV Berlin, zu unserer Sendung Auslandsjournal. In unserer heutigen Sendung werden wir Ihnen die deutsche Minderheit in Polen vorstellen. Die deutsche Minderheit in Polen ist eine seit 1991 anerkannte nationale Minderheit, deren Rechte durch die polnische Verfassung garantiert sind. Das Siedlungsgebiet dieser Deutschen liegt überwiegend in Oberschlesien zwischen den Städten Opole, deutsch Oppeln, schlesisch Oppeln und Katowice, deutsch Katowitz. Dort stellen sie in mehreren Gemeinden 20-50% der Bevölkerung. Das Zentrum mit den meisten Angehörigen der Minderheit liegt in der Woiwodschaft Opole. Die deutsche Sprache ist dort und in der Woiwodschaft Schlesien verbreitet. Allerdings ist nirgendwo in Polen Deutsch eine Sprache der Alltagskommunikation. Die überwiegende Umgangssprache der deutschen Minderheit in Oberschlesien ist Schlesisch. Die deutsche Minderheit tritt mit einem Wahlkomitee bei Wahlen an und ist in der Politik und in den Verwaltungen vertreten. In den Gemeinden mit mindestens 20% deutscher Bevölkerung ist Deutsch die zweite Amtssprache und Ortsnamen werden in Deutsch angegeben. Nach der 2011 durchgeführten Volkszählung haben sich 148.000 Personen zur deutschen Minderheit bekannt. Laut der deutschen Botschaft Warschau, mit Stand von 2015, schätzt die deutsche Minderheit ihre Anzahl zwischen 300.000 und 350.000 Personen. Und zugeschaltet aus Polen ist Rafael Bartek. Herr Bartek, können Sie sich bitte vorstellen für die Zuschauer, die Sie noch nicht kennengelernt haben sollten? Ja, also mein Name ist Rafael Bartek. Ich bin seit kurzem der Vorsitzende des Dachverbandes der deutschen Minderheiten in Polen, der deutschen Minderheit in Polen. Aber ich bin schon auch seit 7 Jahren der Vorsitzende der größten Regionalorganisation der deutschen Minderheit in Polen mit dem Sitz in Oppeln. Hier gerade in Oppeln, in der früheren, geschichtlich gesehen, früheren Hauptstadt der Region Oberschlesien, ist auch das größte Siedlungsgebiet eben der Deutschen in Polen. Und hier sind wir auch mit vielen Aktivitäten, mit auch vielen Einrichtungen seit mittlerweile 32 Jahren tätig. Privat, ja, zu meiner Person, ich bin ein ausgebildeter Pädagoge, Kunstpädagoge, arbeite jetzt nicht in meinem Job sozusagen, sondern bin eben bei der deutschen Minderheit tätig, weil das eine Vollzeitaufgabe geworden ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin auch hier beruflich verbunden, indem ich auch eben Geschäftsführer dieser Regionalorganisation bin, privat verheiratet, 2 Kinder und auch im Oppelner Raum politisch unterwegs, weil hier stellen wir auch das Wahlkomitee der deutschen Minderheit, was aktiv ist bei jeder Kommunalwahl in Polen. Und zurzeit übe ich auch das Amt des Vorsitzenden des Regionalparlaments der Woiwodschaft Oppeln, weil wir eben in diesem Regionalparlament auch politisch als deutsche Minderheit vertreten sind. Wie sieht die Geschichte der deutschen Minderheit in Polen aus? Wie kam es dazu? Also unsere aktuelle Geschichte ist sehr, sehr stark verbunden mit der Grenzänderung von 1945. Die Grenzverschiebung, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand, führte dazu, dass wir zu einer Minderheit bzw. unsere Vorfahren zu einer Minderheit geworden sind auf dem jetzigen Gebiet Polens. Und das ist eben damit stark verbunden. Dass jetzt das größte Siedlungsgebiet der Deutschen in Polen in der Region Oberschlesien, in den aktuellen Woiwodschaften Oppeln und Woiwodschaft Schlesien da ist, ist wiederum damit verbunden, dass die Menschen hier in der Region sehr oft zweisprachig waren. Und das hat eine große Rolle gespielt bei der Politik nach 1945. Also man hat eben mit der Tatsache, dass die Menschen hier zweisprachig waren, argumentiert, dass auch noch zusätzlich, es gab vor dem Krieg, in der Zwischenkriegszeit, hier Aufstände, die dazu beigetragen haben, dass diese Region schon 1921-22 aufgeteilt wurde zwischen Polen und Deutschland. Das war dann bei den Konferenzen, wo man entschieden hat, Europa neu aufzuteilen, eine große Rolle gespielt, weil man hat gesagt, die Menschen hier in der Region Oberschlesien sind eigentlich keine richtigen Deutschen, die sind nur germanisierte Polen.
Und wenn die sich verifizieren lassen als Polen, dann dürfen sie auch bleiben. Das war der große Unterschied zu den Deutschen in anderen Regionen. Ich meine jetzt Ostpreußen, Pommern oder auch Niederschlesien, wo die Menschen doch zu größten Teil oder fast hundertprozentig vertrieben wurden. Also in den anderen Regionen sind nun mal weniger geblieben, mit vielleicht Ausnahme der Region Niederschlesien rund um Waldenburg, wo die Deutschen bleiben durften, weil sie die Industrie dort beleben sollten oder am Leben erhalten sollten. Oder auch in Pommern, wo viele in der Landwirtschaft oder in Ostpreußen bleiben konnten. Bei uns sind die meisten geblieben, weil die nun mal in ihrer Heimat, in ihrem Zuhause bleiben durften, indem sie sich als Polen verifizieren lassen. Man muss sich natürlich vorstellen, für die Menschen damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es kaum was zu essen gab und so weiter, wo auch viele Flüchtlinge aus dem Westen zurückkamen, war das schon eine wichtige Alternative, dass sie eben zu Hause in dem, was sie kannten, in dem, mit dem, was sie hatten, eine Kuh, eine Ziege, in ein Stück Feld bleiben durften. Deshalb haben es auch unsere Vorfahren, auch meine Vorfahren gemacht, die sind geblieben. Aber natürlich im Herzen sind sie Deutscher geblieben, sind sie Schlesier geblieben, weil das ist bei uns hier stark miteinander verbunden, also auch diese Regionalverbindung. Und das konnten sie dann beleben 1989-90 mit der Wende, wo man dann eben endlich mal wieder das Deutsche pflegen konnte. In der Zwischenzeit, also in der Volksrepublik Polen unter den Kommunisten, durfte man in diesen Gebieten, obwohl man die Menschen offiziell als Polen anerkannt hatte, trotzdem hat man denen nicht vertraut. Also diese Menschen durften zum Beispiel kein Deutsch zu Hause sprechen. Dafür gab es Strafen. Diese Menschen durften auch nicht in der Schule Deutsch erlernen. Da gab es nur Russisch. Das war also eine Region, wo das streng verboten war, wo man sehr darauf geachtet hatte, dass die Menschen bloß nichts Deutsches zu Hause pflegen. Viele haben es trotzdem gemacht. Also die haben trotzdem mit den Kindern, mit den Enkeln Deutsch gesprochen. Und vor allem haben sie aber auch die Identität gepflegt und die Tradition, Geschichte weitergegeben, war für die Menschen unheimlich wichtig. Und das konnten sie dann erst mit der Wende wieder neu beleben. Da durften sich die Vereine der deutschen Minderheit organisieren. Das haben sie auch gemacht, wo es nur möglich war. Und seitdem gibt es eben die deutsche Minderheit offiziell, also seit mittlerweile 32 Jahren. Früher gab es die, wie gesagt, nur in den anderen Regionen in Niederschlesien, wo es aus anderen Gründen möglich war, das Deutsche zu beleben. Was mich freut, es ist keine einfache Geschichte, die ich jetzt erzählt habe. Wenn jemand zum ersten Mal hört, dann kann er sagen, mein Gott, worüber erzählt er da? Erstens kann ich da empfehlen, wir haben dieses Jahr ein Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen eröffnet mit Sitz in Oppeln. Zu Besuch dieses Zentrums kann ich wirklich nur herzlichst einladen. Es ist auf eine moderne Art und Weise dargestellt worden, wieso gibt es Deutsche in Polen heutzutage. Und zweitens, wenn jemand jetzt nicht gerade nach Oppeln in der nächsten Zeit kommt, kann ich empfehlen, bei YouTube kann man auch einen Kurzfilm sehen. Wenn man eintippt, die Deutschen in Polen, gibt es einen kurzen Film, 5-minütigen Film, der darüber erzählt. Wie hoch ist aktuell die Anzahl der deutschen Minderheit in Polen? Die deutsche Volksgruppe an sich schätzen wir auf eine Gruppe bis zu 300.000 Menschen in Polen. Natürlich besagt die Volkszählung, die letzten Ergebnisse von 2011, dass es ca. 150.000 Menschen sind. Und wir haben noch nicht die aktuellen Ergebnisse. Aber bei Volkszählungen, gerade in Polen, wo eben das Deutsche viele Jahre oder Jahrzehnte lang untersagt wurde, muss man das irgendwo wahrnehmen, dass viele sich immer noch fürchten, tatsächlich die eigene Identität anzugeben. Natürlich sind dann wenige von den Menschen jetzt in Vereinen organisiert, aber es ist immer noch eine beachtliche Zahl. Also ich glaube, bis zu 40.000, 50.000 Menschen sind immer noch in den verschiedenen Vereinen der deutschen Minderheit organisiert. Und das ist schon für polnische Verhältnisse, wo das Gemeinschafts- und Gesellschaftsleben nicht so sehr populär ist, schon eine beachtliche Zahl, mit der wir zu tun haben. Bei mir, in meinem Verband, in der Region Oppeln, sind es ca. 30.000 Mitglieder. Hat die Integration in Polen erfolgreich stattgefunden? Ist die deutsche Minderheit auch in der Politik und in den Medien vertreten?
Ja, also die Integration läuft eigentlich sehr gut, weil wir ein Teil dieser Gesellschaft sind. Wir sind ja die Einheimischen, die hier seit Jahrzehnten leben. Und natürlich haben meine Vorfahren und auch wir selber einen Beitrag dazu geleistet oder wollen einen Beitrag leisten, dass sich diese Region entwickelt. Und dann sind wir auch ein Teil dieser Region. Also wir sind auch loyale Bürger Polens und so verstehen wir uns. Also das ist nicht so ein Hin und Her. Keiner möchte hier irgendwie Grenzen verschieben oder was ändern. Wir wollen einfach als Minderheit in diesem Land weiterleben dürfen und auch unsere Kultur pflegen können. Deshalb auch hier, leider nur in dieser einen Region, in dieser Woiwodschaft Oppeln, sind wir auch politisch aktiv. Tatsächlich war es eine, sag ich mal, Errungenschaft, aber vor allem eine Überlegung der Väter oder der Gründer der deutschen Minderheit, dass man sich entschlossen hatte, nicht nur drauf zu gucken, was ist und was macht jetzt die Politik mit uns, sondern dass man sich aktiv daran beteiligt. Deshalb stellen wir hier seit den 90er Jahren bei jedem Kommunal- und bei jedem Parlamentswahlen eigene Listen auf. Wir gründen jeweils ein Wahlkomitee der deutschen Minderheit. Gut, bei den Parlamentswahlen führt das jetzt in den letzten Jahren zu einem Erfolg, indem wir einen Abgeordneten im polnischen Sejm stellen. Früher waren es sogar bis zu 7, jetzt ist es einer geblieben. Aber wir empfinden es schon als einen Erfolg, dass wir immerhin einen Abgeordneten, der von der unabhängigen Liste der deutschen Minderheit in das Parlament kommt, dass wir den haben. Das ist schon ein wichtiges Zeichen. Und das ist auch eine große Verbindung zu der polnischen Politik. Das ist nicht immer einfach, was wir gerade jetzt in diesem Jahr erleben, aber unheimlich wichtig für uns. Auf der Regionalebene stellen wir unsere Listen in den Selbstverwaltungswahlen auf allen drei Ebenen, also sowohl in den Gemeinden, als auch in den Kreisen, als auch auf der Woiwodschaftsebene, also dieser Regionalebene. Und hier waren es bei der letzten Kommunalwahl bis zu 800 Kandidaten, die von unserer Liste kandidiert haben. Natürlich wurden nicht alle gewählt. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, wie viel gewählt wurden, aber es sind schon eine beachtliche Anzahl an Ratsmitgliedern in den Gemeinden, an Bürgermeistern, an Landräten, die eben von der deutschen Minderheit kandidiert haben und auch gewählt wurden. Da sind wir sehr aktiv. Was die Medienlandschaft angeht, so ist es für uns nicht einfach. Also von der anderen Seite haben wir nach wie vor eine eigene Zeitung, Wochenzeitschrift, die heißt wochenblatt.pl. Die gibt es sowohl in Papierform als natürlich auch im Internet. Und wir haben auch unsere Sendungen in den rechtlich-öffentlichen Medien in Polen sowie auch in den Privatsendern. Aber da haben wir eben keinen eigenen Sender, sondern müssen damit leben, dass uns jemand ein Fensterchen öffnet und uns in diese öffentlichen bzw. privaten Medien reinlässt. Da würden wir uns eigentlich für die Zukunft doch mehr erhoffen, aber Medienlandschaft ist natürlich einerseits nicht einfach, auf der anderen Seite versuchen wir auch immer mehr und mehr die Social Media zu nutzen. Das sind auch unsere, sag ich mal, Konten zu sehen, zu finden, Deutsche in Polen oder Deutsche in der Region, der einen oder anderen. Da kann man durch unsere Profile auch unsere Tätigkeit sehr, sehr gut verfolgen. Wie viele deutschsprachige Bildungseinrichtungen und Schüler gibt es in Polen? Ja, so direkt richtig deutsche Schulen haben wir leider nicht. Also das ist etwas, was uns wirklich fehlt. Das spüren wir auch immer mehr. Die meistverbreitete Form des Deutschunterrichts an unseren öffentlichen Schulen, also an den staatlichen Schulen, ist die Zusatzform, dass man 3 Stunden wöchentlich bekommt. Und hier haben wir ein großes Problem, mit dem wir dieses Jahr zu kämpfen haben, dass sich der polnische Bildungsminister entschieden hat, von diesen 3 Stunden uns und nur uns, also die Gesetzgebung gilt für alle Minderheiten in Polen, aber nur uns wurden 2 von diesen 3 Stunden weggenommen. So bekommen offiziell die Kinder jetzt ab dem 1. September, ab dem neuen Schuljahr, nur noch 1 Stunde Deutschunterricht wöchentlich. Das ist eine klare Diskriminierung, mit der wir zu tun haben. Und diese Form, die meistverbreitete Form des Deutschunterrichts an den Schulen, betrifft ca. 50.000 Kinder polenweit. Die zweite Form ist der Unterricht. In Polen heißt es offiziell nicht bilingual, weil bilingual, dann spricht man
von dem Unterricht in der Fremdsprache. Hier spricht man in Polen gesetzlich von dem Unterricht in zwei Sprachen. Ist aber eigentlich das Gleiche. Es geht darum, dass auch manche Fächer an den Schulen in der Minderheitensprache angeboten werden, beziehungsweise zweisprachig angeboten werden. Diese Form hat sich in den letzten Jahren ein bisschen besser entwickelt. So haben wir mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6 solche Einrichtungen, Kindergärten und Schulen, die diese Form des Unterrichts anbietet. Diese Schulen haben aber leider damit zu kämpfen, dass die vor allem jetzt gute Fachlehrer brauchen, weiß ich, für Physik, Mathematik, Geschichte, die sowohl das Fach beherrschen, aber gleichzeitig auch die Minderheitensprache beherrschen. Und solche Fachleute sind einfach rar, also die fehlen auf dem Markt, weil es gibt auch keine Hochschule in Polen, die solche Fachleute ausbilden würde. Da müssen die Schulen dann eben selber sich darum kümmern, dass sie die Fachleute durch verschiedene Kurse entsprechend wappnen, auch sprachlich vorbereiten. Ist also sehr schwierig. Und wie gesagt, es fehlt eine Einrichtung, es gibt keine bisher, wo man eben Deutsch als Fach, also wo man den Unterricht in der deutschen Sprache anbieten würde. Das wäre natürlich unser Ziel, unser Traum für die Zukunft. Wir hoffen, dass wir da irgendwann mal hinkommen und das nicht in allzu weit entfernter Zeit. Aber erst einmal haben wir große, große Schwierigkeiten mit der Diskriminierung, die hier offiziell eingeführt wurde in diesem Jahr in Polen. Welche Kultur- und Medienarbeit leisten Sie und welche Veranstaltungen gibt es vor Ort? Also das, womit wir jetzt aktuell tatsächlich am meisten zu kämpfen haben, das habe ich schon gesagt, das ist eben diese Diskriminierung. Wir erhoffen uns, dass man uns hier, weil die Diskriminierung basiert darauf, dass die polnische Regierung meint, dass die deutsche Regierung zu wenig für den Polnischunterricht in Deutschland macht. Also ist es letzten Endes eine Sache zwischen beiden Regierungen, wo wir die Opfer sind. Deshalb erhoffen wir uns hier die Unterstützung auch der deutschen Regierung in den Gesprächen mit der polnischen Regierung, damit die Diskriminierung beendet wird. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, mit dem wir schon seit Jahren zu kämpfen haben, ist die Tatsache, dass diese Minderheitensprache auf der Grundschulebene endet. Wir haben kein Modell der Minderheitensprache in den Oberschulen. Das hängt sehr stark mit der Abiturprüfung. Hier möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Es ist einfach unheimlich kompliziert, es in der Oberstufe zu machen. Und wir kommen da nicht so richtig voran bei dieser Schwierigkeit. Die nächste Schwierigkeit, die ist aber mit diesen Schwierigkeiten verbunden, ist die Tatsache, dass bei uns aufgrund dieses Verbots in der kommunistischen Zeit, in der Volksrepublik, ist einfach diese Weitergabe der Sprache zu Hause unterbrochen worden. Deshalb sind wir sehr stark davon abhängig, was in der Schule oder außerschulisch an Sprachangeboten angeboten wird, was wir den Menschen zur Verfügung stellen. Und da erhoffen wir uns kontinuierlich eben die Unterstützung der Bundesregierung, weil vor allem müssen wir auf diese Unterstützung zählen. Von Polen kommt hier auch teilweise Unterstützung, aber bei weitem nicht so breit, wie das eben von der deutschen Seite ist, der Fall ist. Und hier erhoffen wir uns auch, dass uns auch die deutsche Seite dabei unterstützt, weitere Vereinsschulen und Kindergärten zu gründen. Weil die ersten Beispiele, die wir geschafft haben in den letzten Jahren, zeigen schon Wirkung, machen richtig gute Arbeit und werden auch sehr gut wahrgenommen, nicht nur von der Minderheitenbevölkerung, vor allem von denen, aber auch von der Mehrheitsbevölkerung. Welche Kultur- und Medienarbeit leisten Sie vor Ort? Also wir machen Verschiedenes, wir machen sehr viel eigentlich. Manchmal ist es so viel, dass wir so ein bisschen durcheinander kommen. Es sind Konzerte, es sind Vorlesungen. Ich nenne hier nur als Beispiel, dass wir am 10. September dieses Jahres hatten wir das 7. Kulturfestival der deutschen Minderheit in Polen in der Jahrhunderthalle in Breslau. Man muss sich vorstellen, wenn jemand die Jahrhunderthalle kennt, ist eine richtig große Halle. Und wir haben die gefüllt mit Menschen, mit unserer Musik, mit unserer Kultur, mit unseren Ausstellungen und Ständen, wo wir unsere Kultur einfach gezeigt haben. Diejenigen, die das besuchen konnten, waren wirklich, wirklich begeistert von der Vielfalt dessen, was wir hier anbieten. Wir sind also, was wir anbieten, was wir durch unsere Vereinstätigkeit machen, ist ziemlich vielfältig. Ich nenne nur als Beispiel, wir machen sowohl Fußballschulen für Kinder, das heißt ein Projekt Mirodeutsche Fußballschulen.
Und da sind wir aktiv, indem wir die Kinder dort abholen, wo sie sind. Also wir nehmen die mit, weil sie gerne Fußball spielen, aber gleichzeitig machen wir für die auch ein Sprachangebot neben dem Fußballplatz, sag ich mal so, oder auch teilweise auf dem Fußballplatz, wo man einzelne Wörter einfach denen beibringt. Wir machen, wie gesagt, Konzerte. Das nächste Konzert folgt demnächst, indem wir ein großes Adventskonzert in der Oppelner Philharmonie machen. Darauf freuen sich schon viele, weil das auch schon ein etabliertes Format ist, was wir seit vielen Jahren fortsetzen. Und auch andere kulturelle Tätigkeit finden statt, sowohl für Jung als auch für Älter. Wir machen sowohl Sachen, die, sag ich mal, zentral angeboten werden. Wie gesagt, ich habe schon dieses Kulturfestival angeboten, aber wir haben jetzt seit kurzem auch in Oppel eben diese Einrichtung des Dokumentations- und Ausstellungszentrums. Aber uns liegt auch sehr viel daran, dass die Menschen in ihren jeweiligen Dörfern, in den kleinen Heimat, dort auch etwas selber unternehmen, dass die auch selber aktiv bleiben. Weil eins der Ziele, was wir uns nach wie vor setzen, ist die Belebung der Zivilgesellschaft. Ist uns unheimlich wichtig. Das war immer auch ein wichtiger Punkt für die deutsche Minderheit in Polen. Und wir hoffen, dass es auch in der Zukunft so bleibt. Welche Bindungen bestehen zu Deutschland? Gibt es auch Verwandtschaften? Verfolgen Sie die aktuellen Geschehnisse in Deutschland und wie wichtig ist es für Sie, informiert zu bleiben? Natürlich gibt es viele Verwandtschaften und Zusammenhänge mit Deutschland familiär, weil jeder fast hat hier eine Familie oder ein Familienmitglied in Deutschland. Also die Verbindung besteht ganz natürlich, weil so ist auch unsere Geschichte, dass in den Jahren, wo man hier das Deutsche nicht pflegen konnte, haben sich viele darum bemüht, rausfahren zu dürfen und viele haben es auch letzten Endes gemacht, sind rausgefahren und die Verbindung wird natürlich gepflegt. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, der hier auch eine große Rolle spielt für die Menschen aus der Region, das sind Pendler sehr oft. Also die arbeiten in Deutschland oder in Österreich, aber leben hier. Die Familie ist hier, aber der Mann oder manchmal auch die Frau übt ihre Tätigkeit, ihre Arbeit, macht sie in Deutschland oder er oder in Österreich. Also das ergeben sich dadurch natürliche Zusammenhänge. Und dann verfolgt man auch natürlich die deutschen Medien. Das war immer so der Fall. Ich kann mich selber erinnern, in meiner Kindesjugendzeit haben auf einmal von einem Tag auf andere meine Eltern nur noch deutsches Fernsehen geschaut. Und da war es auch für mich ein Ansporn, Deutsch zu lernen. Ich sprach damals noch kein Deutsch, aber ich wusste, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft, weil das wurde schon in der Familie so immer oft offen angesprochen. Aber ich wollte auch wissen, was gucken jetzt da die Eltern in dem Fernsehen? Was schauen sie sich an? Die deutschen Nachrichten, die deutschen Sendungen. Und das ist auch bis heute, wie gesagt, ein Teil unseres Daseins, dass wir quasi beides verfolgen. Sowohl das Deutsche als auch das Polnische schauen wir uns an direkt und sind auch sehr stark daran interessiert, was in der deutschen Politik, was in der deutschen Gesellschaft wichtig ist. Also es ist sowohl das Direkte, das Personelle, das Persönliche durch die Familie, aber auch das Globale, was man sich anschaut. Was können Sie über den demografischen Wandel sagen? Gibt es Zuwanderung aus Deutschland oder aber auch Auswanderung aus Ihren Gebieten nach Deutschland? Verschieden. Also in den letzten Jahren hat es sich ein bisschen geändert. Es gibt sowohl nach wie vor Einzelfälle von Menschen, die nach Deutschland rausfahren, aber es sind bei weitem nicht mehr so viele, wie es ihm noch zum Beispiel in den 70er oder Anfang der 90er Jahren der Fall war. Und es gibt auch Rückkehrer. Tatsächlich auch die Pandemiezeit hat gezeigt, dass viele, die vielleicht ihren Job in Deutschland verloren haben, sich dann doch entschieden haben, zurückzukehren. Es sind auch manche, die aus anderen Gründen zurückkehren. Ich habe selber jetzt in meinem Bekanntenkreis eine Familie, die jetzt tatsächlich wegen der Oma zurückgekehrt ist, weil dieser Bruch, diese Verbindung hat, dieser Heimweh irgendwo hat dazu geführt, dass die jedes Mal, wenn sie nur ein paar Tage frei hatten, sind sie nach Schlesien zurückgekommen und irgendwann mal dann vor 2 Jahren haben sie den Entschluss gefasst, nee, wir kehren jetzt nach 16 Jahren in Deutschland total zurück, kommen hierher. Und seitdem sind sie auch hier und sind darüber sehr glücklich. Also es sind wirklich jetzt eine Entwicklung, die nicht mehr so einseitig läuft. Tatsächlich laufen die Entwicklungen sehr persönlich bezogen, sehr individuell in beide Richtungen.
Zuletzt würde ich Sie gerne noch fragen, welche Entwicklungen und Veränderungen konnten Sie über die letzten Jahre beobachten? Also auf der einen Seite eine sehr positive Entwicklung, was die Gesellschaft angeht, auch die Mehrheitsgesellschaft in Polen, die nimmt uns schon als, also ich habe das Gefühl, als eine Bereicherung wahr. Das, was tatsächlich jetzt diese positive Entwicklung der letzten Jahrzehnte total stört, ist die aktuelle deutsch-polnische Politik, die von der polnischen Regierung betrieben wird. Und das macht uns große Sorgen, weil diese antideutsche Rhetorik, die Reparationsforderungen, die Angriffe gegen etwa alles, was deutsch ist, die betreffen in erster Reihe uns, also die treffen in erster Reihe uns. Natürlich sind sie ausgerichtet gegenüber der deutschen Regierung und gegenüber dem Bundeskanzler. Aber was dann rüberkommt, das bekommen wir als Erste zu spüren. Das bekommen ja nicht Sie in Berlin oder nicht jemand in Köln oder in München zu spüren, sondern wir bekommen es zu spüren. Und das befürchten wir, dass einfach dieses Positive, was in der Gesellschaft in den letzten Jahren aufgebaut wurde, diese auch positive Wahrnehmung unserer Kultur, unserer Sprache als ein Reichtum für diese Region, in der wir leben. Man muss ja bedenken, darüber haben wir uns nicht unterhalten, dass hier sehr viele Firmen in den letzten Jahren ansässig wurden, die nur wegen der Sprache und wegen der Sprachkenntnissen der Menschen hierher gekommen sind. Und davor haben wir jetzt Angst, dass das zerbrochen wird, dass das kaputt gemacht wird durch die Politik, die eben diese antideutschen Töne schlägt. Und wir hoffen nur, dass es möglichst schnell vorbei sein wird, dass wir wieder zu einer vernünftigen Politik zurückkehren werden. Denn es wäre schade um diese Brückenbauerfunktion, die wir auch ausfüllen. Und es wäre vor allem schade im Hinblick auf die Rolle, die unsere Gesellschaften, unsere Völker in Europa spielen, dass wir uns hier wegen der Politik streiten oder wegen der Politik auseinandergehen würden. Das hoffe ich, dass es vermieden werden kann. Und da wollen wir auch als eine deutsche Minderheit, als eine aktive deutsche Minderheit, einen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, Herr Bartek. Sie haben uns wichtige Informationen und Einblicke in die deutsche Minderheit in Polen geben können. Und vielen Dank, liebe Zuschauer, auch an Sie, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal dabei.